Ich sag mal, so wichtig bin ich nicht, dass ich an drei Sachen gesehen habe. Erzähle ich euch so zwei, drei Anekdoten noch aus dem Untersuchungsausschuss. Und weiß nicht, ob das jemand mitbekommen hat, Herr Gieger vom RKI. Wir sind ehrlicherweise bis, was haben wir jetzt, wir haben November, wir sind ehrlicherweise bis zum August dieses Jahres davon ausgegangen, dass Herr Wieler der Chef des RKI ist. Was sich aber herausgestellt hat, war tatsächlich, dass im Januar 2020 ein gewisser Herr Generalstabsarzt Bultherrn dem RKI vorgesetzt wurde. Und zwar am 15.01.2020 wurde also ein General dem RKI vorgesetzt. Und jetzt kommt es, Herr Wieler hat zugegeben im Untersuchungsausschuss, dass er derjenige ist, der ihm sagt, wo es lang geht. Danach hat man dann sofort eine Karte gezogen und hat gesagt, Herr Wieler darf nicht mehr weiter aussagen zu dem Thema. Und zwar von einem gewissen Herrn Rottmann-Großner. Sagt Ihnen jemand was? Nein. Herr Rottmann-Großner ist in Deutschland ein unbeschriebenes Blatt, den kennt man gar nicht. Aber nach allem, was wir heute wissen, ist es wahrscheinlich der Mann des Lockdowns. Das ist derjenige, der in Österreich und in Deutschland zuallererst das Wort Lockdown-Schließung in den Mund genommen hat, und zwar schon im Februar 2020. Wer an die große Verschwörung glaubt, und da hätte ich vor einem halben Jahr gesagt, naja, so eine große Verschwörung, ob das wirklich so groß ist, das weiß ich nicht. Wenn wir jetzt wissen also, und da will ich mal darauf eingehen, wenn wir jetzt wissen, dass also ein General der Vorsitzende des RKI ist, und wenn wir dann noch wissen, dass in den Impfzentren die Bundeswehr analoge Akten erstellt hat, das heißt, wenn jemand impfen wollte, ist einer mitgelaufen, ab und zu in Zivil, ab und zu auch in Uniform, in der Regel waren es aber immer Bundeswehrsoldaten. Und wenn man dann noch weiß, dass wir wissen bis heute nicht, wo diese Akten hin sind, dann beginnt das schon wieder zu sagen, dass man, vielleicht hängt es ja doch etwas mehr zusammen, als was man denkt. Und vielleicht ist es doch alles im Vorhinein geplant. Ich will nicht sagen, dass es so ist, aber wir sollten vor allem die Augen aufhalten und wir sollten vor allem die Ohren aufhalten. Wichtig ist es, dass wir immer kritisch bleiben. Und da auch zu dem Mann, der vor uns gesagt hat, ich darf hier nicht reden. Wenn ihr nicht wollt, dass ich hier nicht rede, dann werde ich dann auch nicht reden. Aber jede Kritik ist auch angebracht. Deswegen unbedingt, bleibt unbedingt kritisch, hinterfragt wirklich alles. Weil das Leben in ganz verrückten und in ganz schwierigen Zeiten. Und vor allen Dingen, was ich noch viel wichtiger finde, ihr seid hier, wie viele Leute sind wir heute, 80, 70, egal wie viel. Jeder, der hier ist, muss sich nächstes Jahr für die Kommunalwahl engagieren. Wir brauchen die Leute in jedem Dorf, in jedem Parlament. Wenn wir etwas ändern wollen, müssen wir Verantwortung übernehmen. Und dafür brauchen wir jeden Einzelnen von euch. So, aber jetzt auch, erzählt mal ein bisschen anders. Du kannst das mehr erzählen als ich. Ja, erstmal herzlich.